Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich gehe rein als Burg. Ganz klassisch also. Welcome to Nova. Katze Yuzora, das gefällt mir ganz gut. Gargoyle mit dabei. So, magische Schaden habe ich ein bisschen wenig. Stichschaden habe ich gut. Da kann man sich auswählen, ob ich die Katze mitnehme, den oder den oder den. Wir könnten. Wir könnten das so nehmen. Man hat eh nicht so viel Auswahl. Für den Anfang. Wir machen mal einen Yuzora-Start, den hatten wir lange nicht. Den hatten wir lange nicht. Dann können wir mit Katzen und den Windfalken ein bisschen den Split aufbauen und Gargoyles. Und dann haben wir den Elite-Archer als unseren Angriff. Mehr Angriff ist noch nicht da. Nur Schnecke bringt mir noch einen Worker. Wolf Bazooka und Atom, hier drüben Metzger. Verkackt. Ob der Fiesta spielt? Wir werden es herausfinden. Das kann man ganz leicht rausfinden, falls ihr es noch nicht wusstet. Wenn er jetzt verkackt. Und er nicht Fiesta hat, dann ist er jetzt ganz unten. Hier rechts in den, wo unser Vierer-Ranking ist. Dann ist er jetzt ganz unten. Wenn er nicht ganz unten ist, dann hat er Fiesta. Fiesta. Also er ist ganz unten, aber er hat halt trotzdem den gleichen Wert wie wir. Das muss man halt mal ein, zwei Wellen beobachten. So, hier 40 geschickt. Er geht weiter auf Wölfe, das heißt, nächste Welle wird er richtig reinkacken. Weil das habe ich gesehen, wo diese Typen beide Fiesta hatten in der einen Runde. Da sind die auch immer höher gewesen als wir. Was aber ganz schön reingekackt. Spielst auch Wölfe. Aber wir wollen wohl zwei Schnecken schicken. Wie das aussieht. So, jetzt machen wir ein Upgrade und Worker in die Warteschlange. Wir können uns natürlich auch das Profil angucken, ob er viel Fiesta spielt. Profil angucken. Alles so gemischt. Fiesta ist auch dabei. Da kann man immer mal so ein bisschen nachschauen. Falls ihr das noch nicht wusstet. Oh, der lebt aber noch gerade so. Ja, er hat Fiesta, er ist höher als ich.
Da müssen wir aufpassen. Huch, hoppala. Aber daran seht ihr das schon, er hat zweimal verkackt und ist jetzt ganz oben. Das heißt, ich werde ihm gar nicht großartig viel schicken, also häufig, sondern dann eher so richtig fette Runden. Der kriegt dann richtig fett was geschickt von mir. Ich kann zum Beispiel auf die 7 gehen oder auf die 8. Aber jetzt kann er natürlich seinen Fiesta nicht ausnutzen, wenn ich ihm nichts schicke, sondern nur King-Aufwertung mache. Da hat er nicht so viel davon. Außer dass ich 8 Worker habe. So, wir könnten jetzt. Ja, einfach noch einen Windfalken bauen, da. Wir haben viele Tanks, wenig Schaden. Christi Schaden ist der Elite Archer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal rerollen. Weil damit kommen wir auf jeden Fall über die 10. Elite Archer macht in der 10 gut Damage. Aber wenn wir dann auf der 15 sind, da fehlt mir der magische Schaden. Ich habe nur die Gargoyles. Die bringt da nicht so viel. Ja, locker. Oh, hier muss ich verteidigen. Ich kann jetzt natürlich meine Echse reinschicken. So, wir machen Kätzchen. Können wir schon mal ein Stack reinpacken. Und fertig. Er baut ganz viele Wölfe. Okay, 100 geschickt. Ja, es könnte eng werden. Schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber ich habe es ganz gut reduziert. Hat geblockt. Jetzt blockt ja mal für mich. Ist alles halb so wild. Aber die haben schon ganz schön Worker gebaut. Wenn ich hier jede Runde was geschickt kriege, das sind jetzt schon 100. Das ist schon ordentlich. Mache hier die Katze voll. Da kann die sich regenerieren. Das ist immer sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir die Windfalken upgraden. Vielleicht nächste Runde, wenn ich genug Piepen habe. Ansonsten für die 10 an den Elite Archer. Ganz wichtig. Er sammelt ein bisschen.
Dann kriege ich auch 120. Mit jeder Runde Bär. Feuerelementar. Aber der Dino hat übrigens lange gelebt. Und der blockt. Vielleicht hat er auch Kartell genommen oder sowas. Das kann auch sein. Schick mal mit. Wenn mein Teammate schon dick schickt, dann mache ich auch einfach mal mit. Zwei Robos sollten gut sein. Krieg vielleicht von dem Elementar auch nicht auf die Fresse, aber sollte passen. Bananenbaum. Meine Robos sind schon fast zu holt. Durch die Reflexion. Tot. Aber wenn er wirklich fester spielt, dann wäre es ganz schön komisch. Ja, der hat vielleicht Kartell oder sowas. So, Elite Archer kann relativ weit vorne hin. Sollte passen. Jetzt könnten wir noch Katzenstacks machen. Ich mache weiter Upgrades. Gar nichts geschickt. Okay, für mich heißt das Rollen. Scheiße, keine Magie. Das ist schlecht. Wenn die fliegen alle, deswegen wäre er vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir ihn noch mitnehmen. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ich habe schon gerollt und keinen magischen Schaden gekriegt. Das ist halt ärgerlich, ne? Wir könnten... das auf jeden Fall so machen. Dass wir hier die Elite Archer mit platzieren. Da können wir auf jeden Fall noch den hinpacken. Und so. Ja, aber ich werde die Runde wahrscheinlich es nicht schaffen. Weil mein magischer Schaden zu klein ist. Ich habe nur den Gargoyle. Ah, oh, der hat auch nicht viel. Oh, sieht gar nicht schlecht aus. Durch das Katzenhealing, der Elite Archer, funktioniert das doch ganz gut. Kann man locker aufbauen. Okay, ich habe geblockt, er aber leider nicht. Hm, shit, na? Bananenbaum. Muss zuerst down. Also geht wahrscheinlich auf 13 oder so. Wir machen den sofort ein Upgrade rein. Brauchen wir nicht.
Wir gehen mehr Worker. Können hier noch einen Gaube platzieren. Ja, hier muss man aufpassen. Weil ich kann zwar die Gargoyles hier mit hinpacken, die werden verstärkt. Aber wenn ich die aufgehört habe zum Green Devil, fliegen die nicht mehr. Dann kriegen die den Buff nicht mehr von Leviathan. Könnte Long Save machen. Hat ja, der kriegt schon ganz schön was hier oben drauf, ne? An Knede. Macht bei dir 15 Sinn? Theoretisch, ja. Wir machen Long Save. Also würde ich empfehlen, dass wir einen Long Save machen. Weil wir sind ganz gut dabei. Was jetzt Worker und Einheiten angeht. Und wir müssen die mal durchbrechen. Wir müssen die einfach mal durchbrechen. Ich werde jetzt hier noch einen Falken platzieren, weil wenn wir so lange safen, brauche ich ein bisschen mehr Verteidigung. Dann schicken wir auf 15. Das sollte funktionieren. Ich bin ganz gut dabei. So, ich bin ganz nah dran, aber er nicht. Ich habe auch die ganze Zeit King-Upgrades gemacht und er nicht. Oh, 500. Holy shit. Können wir doch mal zwei Worker pushen. Ja, das ist safe. Hier sieht es schwierig aus. 15 wird für mich auch brutal. Für ihn aber auch, das ist das Problem. Ich habe ein bisschen Arkane Verteidigung, aber der magische Schaden ist halt nicht da. Lass uns trotzdem weiter sammeln. Ist kein Problem. Wir werten jetzt mal den Leviathan auf. Werden auf die Seite auch noch ein bisschen Arkane Verteidigung packen müssen. Wir sind hier alle verbessert mit mehr Schaden. Das ist super gut. Hätte ich theoretisch auch hier noch machen können, aber die Devils stehen einmal da und die Katze. Nö, muss nicht sein. Aber gucken wir mal. Wir könnten. Wir haben ganz viel Nahkampf und wenig magischen Schaden. Der hat sehr viel Stich- und Aufprallschaden. Also macht natürliche Verteidigung am meisten Sinn. Sollten einfach Dinos reinschicken. Voreis. Dinos rein. Weil er keinen magischen Schaden hat, außer den einen Pegasus da. Und das sollte wirklich kein Problem sein. Damit sollten wir ordentlich was anfangen können. So. Wir machen die Upgrades. Ja, wir müssen irgendwie hoffen, dass wir es schaffen. Ja, 70 kriege ich noch zusammen. Machen wir noch Blut rein oder so. 8 Dinos, ein Voreis und eine Brut. Das ist brutal. Das ist brutal. Also wenn die da nicht verkacken, weiß ich auch nicht. Mit den ganzen Wölfen. Hat auch schon wieder 600 zusammengesammelt. Die Dinos waren schnell tot.
gar nicht erwartet. Aber er hat gut verteidigt, dafür, dass er 640 drunter ist. Der Stichschaden ist einfach zu fett, ne? Oh, das gibt's nicht. 240. Das ist eine Frechheit. Oh, holy shit. Noch ein Upgrade. Hol Worker. Einmal Katzen-Upgrade. Noch mehr Worker. Ein Worker weniger, dann können wir hier so einen Vogel upgraden. Fürs Erste. Ich habe das Gefühl, wir müssen auf 18 schicken und nicht auf 17. Aber wir müssen jetzt schicken, sonst ist es vorbei. Das habe ich so im Gefühl. Triple Upgrade. Einer Upgrade, genau, null piepen. Das ist immer gut. Ich krieg eine Hexe zusammen. Oder ein Voreis. Ich nehme den Voreis mit. Hat viele kleine Einheiten. In der Hexe könnte ich auch was machen, aber er hat jetzt zwei Bäume. Und da hat ihn zum Titan gemacht. Ja, mein Kollege liegt einfach zu weit schon zurück. Und ich habe jetzt auch ganz schön nachgelassen. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Aber wir können es probieren nur. Wir können es nur probieren. Die hätten jetzt auch auf 18 geschickt. Weil ich bin da auch schwach. Keinen magischen Schaden. Ich kann auch nicht nochmal rollen. Ich könnte nur Gargoyle spammen. Weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Wir kommen nicht durch. Was genau auf dem Wert. War's. Nee, na, wir machen das doch zu Ende. Ich will ja noch sehen, was geschickt wird. Schicke es einfach eine Hexe einfach so. Es ist vorbei. Guck mal, sie ist 2600 fetter als er. Sie haben mindestens 2000 mehr als er und mindestens 1000 mehr als ich an Gold. Ich bin mal gespannt, was die genommen haben. 1060, ey. Also die Strategie mit dem Leviathan war gar nicht schlecht. Aber kein magischer Schaden. Was willst du machen? Der wird einfach ausgelöscht. Ja. Nö, ich warte bis es zu Ende ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was die genommen haben. Blau. Er hatte Fiesta. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's gewusst. Aber war dann so viel voraus die ganze Zeit trotzdem? Guck dir die Worker an. Also die haben jede Runde geschickt. Ich glaube, die haben eher so einen risky Early Game gemacht und wir haben es nicht genutzt, weil er halt Fiesta hatte. Na gut. War eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.